Warum musst du Käufer gut behandeln, damit du als Makler wirklich richtig erfolgreich wirst? Ich möchte ein kleines Beispiel erzählen von einem Kunden von mir, der liebe Thomas. Und der liebe Thomas, der hat das par excellence umgesetzt. Und zwar hat er den gesamten Verkauf so organisiert, dass vor allem, wirklich vor allem, Käufer extrem begeistert sind. Und zwar von A bis Z. Und das ist nämlich genau der Schlüssel zum Erfolg. Dass Verkäufer von A, Verkäufer logischerweise auch, aber dass Käufer von A bis Z absolut begeistert sind. Was war das Endergebnis? Mein lieber Freund Thomas hat eine einzige Immobilie im Auftrag gehabt, eine einzige, und hat diese Immobilie erfolgreich, und zwar outperform, aber wirklich outperform mit einem Mega-Ergebnis, weil er sich so reingehangen hat. Und einer, also der Käufer, war so begeistert, dass daraus entstehend insgesamt drei weitere Aufträge entstanden sind. Und das ist kein Einzelfall. Denn in dem Moment, wo du strukturiert, systematisch, hochprofessionell und zwar mit dem echten Wow-Faktor an diese ganze Sache rangehst. In dem Moment ist auch ein Käufer, der möglicherweise enttäuscht ist, weil er den Zuschlag nicht bekommt oder ja, weil der Preis dann vielleicht letztendlich für ihn doch zu hoch war oder er vielleicht keine Finanzierung hatte, spielt eigentlich alles gar keine Rolle. Am Ende des Tages sind oder ist der Großteil bis vielleicht auf die Leute, die generell immer gerne so ein bisschen musrig sind. Die gibt es natürlich auch. Aber dieser Teil ist verschwindend gering nachher im Verhältnis zu den Menschen, die von dir, von deiner Arbeit begeistert sind. Und genau das ist doch das, was wir letztendlich wollen. Wenn wir Wertschätzung geben, wenn wir Wertschätzung nach außen geben, dann bekommen wir sie auch zurück. Ja, wenn wir Anerkennung geben, dann kriegen wir sie auch zurück. Am besten ist natürlich noch, wenn wir sie gar nicht brauchen, ja, weil wenn wir Anerkennung und Wertschätzung gar nicht mehr brauchen, weil wir wissen, wie gut wir sind, ja, dann kriegen wir noch viel mehr davon. Das ist nämlich das Coole. In dem Moment, wo ich gar nicht mehr die Absicht habe, Anerkennung von außen bekommen zu wollen oder zu müssen, dann steige ich automatisch noch viel, viel höher und bekomme auch viel, viel mehr. Das ist wirklich ein sehr, sehr cooler Move, wenn man den macht. Ja? Also, das ist das Erste. Das Zweite, oder was ich gerade schon gesagt habe, ist, du brauchst einfach diesen Wow-Faktor. Und was sind die Schritte zu diesem Wow-Faktor? Ja, natürlich brauchst du 1A-Unterlagen. Ja? Du musst 1A organisiert sein. Die Strukturen müssen einfach stimmen, deine Abläufe müssen stimmen. Jeder Interessent wird automatisch zurückgerufen und bekommt eine Nachricht etc. Ja? Natürlich gibt es da viele Automatisierungsmöglichkeiten, man kann auch alles überautomatisieren. Da war ich mal eine Zeit lang ein Riesenfan von. Heute sehe ich das ein bisschen anders, weil der persönliche Kontakt extrem wichtig ist. Also deine Fähigkeit zu kommunizieren, deine Fähigkeit mit den Menschen umzugehen, auch dass du in der Lage bist, selber Probleme haben zu können, also auch damit umgehen kannst, wenn ein Käufer vielleicht ja einfach mal nicht so nett ist und einfach mal so ein bisschen so rummosert, ja. Aber dafür bist du Profi, dafür bist du Expertin oder Experte, damit musst du einfach vernünftig umgehen können, ja. Und dein Business auf ein ganz anderes Level zu heben, nämlich, du kannst fast sagen, 8 von 10 Unternehmen, 8 von 10 Unternehmen, nicht nur jetzt im Bereich Immobilienmakler, sondern auch in anderen Gewerken, scheitern an der Lieferung, scheitern an der Delivery oder Fulfillment oder an dem Verkauf. Ja? Und natürlich kriegen sie ihre Produkte irgendwie verkauft. Die Frage ist nur, wie lange. Ja? Und am Ende des Tages ist dein Kontostand ein Spiegelbild von deinen wertvollen Dienstleistungen, wertvollen Produkten, die du lieferst da draußen. Also je wertvoller deine Arbeit ist, je wertvoller deine Leistung ist, die du ablieferst, beim Verkäufer, aber vor allen Dingen auch beim Käufer, weil das sieht ja der Verkäufer und beurteilt auch das letztendlich danach, auch natürlich am Ende nach dem Ergebnis.
aber dein Ergebnis wird sich deutlich verbessern und deutlich steigern, auch deine Verkaufspreise, die du erzielst, wenn du eben mit Strategie, mit Sinn, Verstand und vor allen Dingen mit dem Wow-Faktor an die Sache rangehst. Also in diesem Sinne, viel Erfolg bei der Umsetzung. Für mich ist Heinz nicht nur persönlich als Mentor aufgetreten und sehr wertvoll geworden, hat mir alles gegeben, was ich brauche. Und du merkst einfach, dass 20, 30 Jahre Input und Erfahrung da sind. Und es ist so aufbereitet, dass du selbst als branchenexternen Leitfaden bekommst von A bis Z, um Käufer, Verkäufer und dich selbst als Makler glücklich zu machen. Wie sieht eigentlich das perfekte Verkaufssystem für Immobilienmakler aus? Und warum ist überhaupt ein Verkaufssystem wichtig, mindestens genauso wichtig wie ein gutes Akquisesystem, also wie du an neue Aufträge kommst, wie du Alleinaufträge bekommst, also Einkauf machst, Alleinaufträge abschließt? Warum ist der Verkauf so entscheidend wichtig? Also, Punkt Nummer 1, du brauchst den Wow-Faktor. Und wenn du diesen Wow-Faktor nicht hast, dann wird es am Ende des Tages dir auf kurz oder lang an den Kragen gehen. Du brauchst also ein strukturiertes, systematisches, also systematisches System, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also ein wirklich strukturiertes System, was Schritt für Schritt den Verkauf zu einem Mega-Erfolg macht und vor allen Dingen zu einem sichtbaren Verkaufserfolg macht. Ja, viel zu viele Maklerinnen und Makler gehen da draußen hin und verkaufen im Verborgenen schnell. Es muss nicht langsam sein, um wirklich präsent zu sein, um sichtbar zu sein. Aber am Ende des Tages, was bringt es dir, wenn du Immobilien alle schön diskret verkaufst, nur weil du vielleicht glaubst, am Ende des Tages dadurch einen Auftrag zu bekommen, weil einer diskret verkaufen will. Ja, das sind alles schöne Dinge, ja, gar keine Frage, aber am Ende des Tages, glaube mir eins, es hat systemische Hintergründe, warum es wichtig ist, dass du in die Sichtbarkeit kommst, auch was den Verkauf angeht. Jeder Mensch muss sehen, wie du und wie professionell und auf welchem höchsten Level du Immobilien verkaufst. Und es muss der Wow-Faktor sein. Und wenn dich interessiert, wenn du endlich auf das nächste Level willst und wenn du verändern willst, also wirklich etwas verändern willst, was eben natürlich nicht nur den Verkauf angeht, sondern auch den Einkauf, deine Akquise, also alles auf ein Wow-Faktor-Level heben willst, dass endlich Schluss ist mit Hands-on-Arbeiten, endlich Schluss ist mit unstrukturiertem Arbeiten und vor allen Dingen hin zu der Systematik, begeisterte Käufer und Verkäufer da draußen zu haben und dadurch immer mehr und immer mehr in aller Munde zu sein und immer mehr auch Aufträge alleine dadurch schon zu bekommen, dass die Leute deine Arbeitsweise bewundern, dich bewundern für deine professionelle Expertise, die du hast, und zwar aus der Sicht der Kundinnen und Kunden, also Käufer und Verkäufer. Wenn du darauf Bock hast, dann kann ich dir jetzt eine Sache sagen, oder dann habe ich eine gute Botschaft für dich, nämlich klick jetzt bitte hier auf den Link und vereinbare deine kostenfreie Erstberatung. Wir beide müssen auf jeden Fall miteinander sprechen. Ich möchte dich kennenlernen. Wir beide checken ab, ob wir dir helfen können oder welche Probleme du hast, wie wir dir helfen können im Detail. Und wenn du mit mir nicht sprechen kannst, dann wird ein erstes Gespräch mit einem Mitarbeiter von mir geführt. Ja, der prüft ein paar Sachen ab, ein paar grundsätzliche Fragen und dann führen wir das Gespräch danach. Eines kann ich dir jetzt schon versprechen, das werden auf jeden Fall spannende Minuten werden, die wir beide miteinander verbringen. Also nutze jetzt die Chance, mit mir ein kostenfreies Erstgespräch zu führen und profitiere von meinen Erfahrungen aus 30 Jahren Vertrieb, Immobilienverkauf und Makelei. Und ich freue mich auf dich in diesem Sinne. Wir sehen uns.